So, hallo, liebe SWN-Freunde, liebe Freundinnen, liebe Freunde. 2017 hat begonnen und SWN-TV, oder und ich natürlich, ne, wir werden natürlich weitermachen wie 2016. Es wird also weiter Filme geben mit Essen in Franken. Wir haben schon viele Lokale geplant, wo wir eventuell hingehen und die mal richtig auf den Zahn fühlen. Und ja, weiter wird auch ein paar Motorradrennen von mir geben. Und ich werde mir natürlich meine unbedeutenden, blöden Gedanken zur Politik weiterhin machen. Also auch all das alles werdet ihr bei SWN TV sehen, zusätzlich zu den normalen Nachrichtenvideos, die wir natürlich auch weiterhin erstellen. Für Schweinfurt, für Unterfranken, vielleicht auch wegen mehr für Würzburg. Ich habe mich sehr gefreut über Zuschriften, die ich bekommen habe. Ich habe eine Zuschrift bekommen zu meinem Film »Braucht Gott Hilfe«. Die kam aus Brasilien, hat mich sehr gefreut und ich habe es durchgelesen und ja, habe mir meine Gedanken dazu gemacht und werde vielleicht in den nächsten Film mal zu diesem Brief eingehen, der sehr ausführlich war und wie gesagt, hat mich sehr gefreut. Dann habe ich einen Brief bekommen, einen Brief, wirklich, ich rede jetzt von Briefen, und einen Brief bekommen aus Amerika von unserem Richard, ein treuer Freund, der alles kommentiert, und ich freue mich immer über deine Kommentare, Richard, die du abgibst. Und also ich bin aus allen Wolken gefallen. Post aus Amerika habe ich ja schon lange nicht mehr bekommen, ich glaube überhaupt noch nie. und das hat mich ganz unheimlich gefreut, Richard. Mach weiter so, bleib so wie du bist, da 2017. Ich freue mich über jeden Brief. Dann kam also auch ein Brief von Andreas. Andreas hat also auch beobachtet meine Filme und schaut sie an, die Filme. Andreas, ich freue mich immer, wenn ihr meine Filme anschaut. Und ich freue mich auch, wenn ich dann mal einen Kommentar dazu bekomme oder wenn man sogar einmal einen Brief schreibt. Nur weiß ich jetzt nicht ganz, du hast mir ein paar Filme mitgeschickt und ich weiß jetzt richtig, was ich mit den Filmen jetzt machen soll, ob ich sie dir wieder zurückschicken soll, ob ich sie nur anschauen soll, ob ich sie behalten darf. Vielleicht gibst du mir mal einen kleinen Kommentar, einen kleinen Wink dazu und das wäre super. Also das waren so mal die Zuschriften, dann kommen natürlich jede Menge andere Zuschriften noch. Ihr merkt, ich bin also auch ein wenig erkältet heute. Mich hat es also voll erwischt, seit dem Urlaub bin ich also nur noch im Krankenstand. Die Renate hat angefangen mit ihrer Grippe in Marokko drüben und ist gar nicht rausgekommen. Jetzt ist die Renate gesund und bist gesund, oder? Ich bin gesund. Also sie ist gesund und hat bloß gelust heute. Und jetzt hat es mich voll erwischt. Also ich habe gedacht, ich habe mein letztes Stündchen erlebt in dieser Welt. Aber ja, da oben will mich noch nicht. Ich muss noch ein Quatsch ablassen. Und also es geht wieder aufwärts. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ich könnte jetzt rausgehen und große Filmbeiträge liefern. Deswegen warte noch ein paar Tage und dann geht es mir mit Sicherheit besser. Also auf jeden Fall bin ich wieder beim Fasching dabei, am Freitag. Wenn der Fasching, wenn die Kapitäne der Mützen, wenn sie losgehen und das Radar stürmen, da bin ich auf jeden Fall dabei und werde einen kleinen Beitrag für euch gestellt. Für alle Menschen in der Welt, für alle in Amerika, in Russland, alle, wo mir zuschauen. Ich weiß, man sieht ja bei YouTube, wo die Zuschauer alle herkommen. Ich weiß, sie kommen aus der gesamten Welt. Und ich bin da immer ganz erstaunt, dass Menschen aus Hinterindien oder aus Pakistan oder aus Russland, aus Sibirien, dass aus ganz oben, aus Amerika, aus Südamerika, aus überall her unsere Filme anschauen, meine Filme anschauen. Und ich bin immer ganz erstaunt, dass Menschen auch mein blödes Gequassel hören wollen. Also, ich wünsche euch ein schönes 2017 und viel, viel Freude mit meinen Filmen, die 2017 regelmäßige Mäßigkeit kommen werden. Also, alles Gute 2017 und bleibt mir treu. Ach ja, was ich noch sagen wollte, die Biografie, wird immer viel gefragt, warum der Biografie 4 Film noch nicht kommt. Ich muss euch echt sagen, Biografie 4, der Film, der wird natürlich schon für mich persönlich etwas kritischer, weil da geht es schon in die, ja, da geht es dann schon ein wenig rein in der, was ihr euch vielleicht schon denken könnt, in ein Thema rein, wo vielleicht dann schon ein wenig griselig für mich persönlich ist. Deswegen scheue ich mich immer noch, ihr merkt es an meiner Stimme, ich bin immer noch ein Klang, und da scheue ich mich immer noch, den Biografie 4 Film zu machen, weil es ja doch auch ein eigenes Statement, also ein heißen Lebensabschnitt von mir aufarbeitet.
Und ja, aber ich bin dran und ihr werdet mit Sicherheit sehen, es wird nicht bloß 4 geben, es wird 5, 6, 7, 8, 9 und 10 geben. Und ich denke, ich hoffe, dass sie alle so spannend werden wie 1, 2 und 3. Also alles Gute für 2017. SWN-TV for all. SWN.